Guten Nachmittag, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Barbara Hundecker. Ich habe das große Vergnügen, dich vorzustellen. Wir begeben uns jetzt quasi ohne Umwege von Kleinreibach bis nach Oberparfus, nach Tirol. Barbara Hundecker hat einen wundervollen Gedichtband im selben Jahr veröffentlicht, wie aus dieser Film entstanden ist, 2019, und zwar den Anich-Atmosphären-Atlas, eine poetische Topographie von Peter Anichs Leben und Werk, für den sie auch, und da möchte ich gleich herzlich gratulieren, in die Lyrikempfehlungen 2020 der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung aufgenommen wurde. Barbara Hundecker ist in Hall in Tirol geboren, lebt und arbeitet aktuell als freie Autorin und Lyrikerin in Innsbruck, studierte Germanistik, Philosophie und Theaterwissenschaften in Innsbruck und Wien und ist mitunter auch Gründungsmitglied der Tiroler Straßenzeitung Zwanziger, ja, praktisch das Pendant des Augustin, einer der ältesten Straßenzeitungen Österreichs. Sie ist Mitglied der Grazer Autorinnenversammlung und bereits seit den 1980er Jahren sehr aktiv immer wieder in feministischen Gruppen und Projekten. Ich würde mir noch erlauben, ein paar weitere Auszeichnungen von dir herauszugreifen. Unter anderem hat Barbara Hundecker den Kunstpreis der Stadt Innsbruck erhalten, 2011 den Outstanding Artist Award, wo wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen sind, sehr flüchtig, aber doch. Und 10 Jahre danach den Österreichischen Kunstpreis für Literatur, wo es quasi die höchste Auszeichnung in dem Bereich des öffentlichen ministerialen Preisregens ist. Und was ich, also unzählige andere, aber was ich noch hervorheben möchte, ist der Anton Wildkanns Preis 2014, der dich einreiht in eine Riege gemeinsam mit Ingeborg Bachmann, Barbara Frischmuth, Friederike Mayröcker und Ernst Jandl, um nur einige zu nennen. Ja, und es was sei einem selber sehr unheimlich ist, ja, muss man dazu sagen. Ja, aber es ist auch eine unglaublich schöne Auszeichnung mit so vielen, und ich habe ganz bewusst jetzt auch hauptsächlich die weiblichen Größen der österreichischen Literatur und Lyrik herausgepickt. Ja, Barbara, nicht Frischmuth, sondern Hundecker. Wir hatten das so besprochen, dass wir diese Dreiviertelstunde, die wir jetzt gemeinsam hier haben, praktisch in zwei Teile teilen. Den ersten wirst du Auszüge aus dem Anich-Atmosphären-Atlas zum Besten geben. Und im zweiten Teil werde ich dir ganz einfach ein paar Fragen dazu stellen und wir werden ganz locker. Die Lotte hat sich ja schon circa 30 Spickzettel in das Buch hineingeklebt. Das übt ja immer irrsinnigen Druck auf die Autorin aus, was dann noch kommen wird. Dann werde ich mich jetzt mit Lesen beruhigen. Genau, ich freue mich. Bitte, Barbara Hundecker. Ja, danke. Ich will mich natürlich zuerst für die Einladung bedanken und für die Ausdauer von Ulrike Taus, die über die Corona-Zeiten hinweg nicht aufgegeben hat, mich einzuladen. Und möchte vielleicht diesem Buch ein paar Bemerkungen voranstellen. Eine der häufigsten Fragen war ja in Bezug auf dieses Buch, wie bin gerade ich auf Anich gekommen? Man sollte vielleicht wissen, dass Anich so etwas wie ein Säulenheiliger in Tirol ist. Wir bekommen alle in der Volksschule und dann in der Oberstufe noch einmal von Anich zu hören. Und das Erstaunlichste für mich bei der Recherche über Anich war, welche klischeehaften Dinge wir über Anich erfahren haben und von der eigentlichen Geschichte sehr wenig.
Und der Anlass war, es gibt hier in Innsbruck eine Anichstraße, ein Gasthaus Anich, und das ist renoviert worden. Und der Architekt hat mich gefragt, ob ich für die Fenster dieses renovierten Gasthauses Anich nicht Texte zu Anich machen wollte. Und da habe ich mich zum ersten Mal nach der Schulzeit aktiv wieder mit der Biografie Anichs auseinandergesetzt. Und ich habe damals gleich schon gewusst, dass nicht nur auf diesen Fensterscheiben, sondern in größerem Ausmaß dieser Anich noch einmal zu mir zurückkehren würde, weil etwas an seiner Lebens- und Arbeitsgeschichte mich einfach zutiefst berührt hat und großen Eindruck auf mich gemacht hat. Das berühmteste Werk von Anich ist der Atlas Tirolensis. Und dieser Atlas Tirolensis war die erste einheitlich konzipierte Karte eines europäischen Landes und eine der größten kartografischen Pionierleistungen des 18. Jahrhunderts. Darüber hinaus hat Anich aber auch noch einen Himmelsglobus, Globen, Weltgloben, Messinstrumente und zum Beispiel auch Taschensonnenuhren erfunden. Und einige seiner Werkstücke kann man sich heute noch in Tirol im Zeughaus und im Ferdinandeum, wo natürlich der Atlas Tirolensis gelagert wird, anschauen. Dieses die Jahrhunderte überdauernde Werk Atlas Tirolensis, das ist allerdings zustande gekommen unter immensen Schwierigkeiten und unter ruinösem persönlichem Einsatz. Und das geht eben in der vorherrschenden Anich-Erzählung vom kleinen Bauern, dessen sich ein Förderer erbarmt und ihn zu Höchstleistungen bringt, sowie dem Betonen von Anichs Gläubigkeit und Bescheidenheit unter. Und die Zuschreibung der Bescheidenheit, die der Armut zusätzlich auch gleich noch das sogenannte kleine Glück bescheinigt, zählt ja zum Instrumentarium bewährter Herrschaftstechniken der Habenden und Begüterten. Er stammte also aus kleinsten Verhältnissen von einem Bauernhof in Oberperfus und er wird zeitlebens aufgerieben zwischen Pflichten und Sehnsüchten, zwischen seinen Verantwortungen und Träumen, denn beide Eltern sind in sehr jungen Jahren verstorben und die drei Geschwister mussten den Hof übernehmen. Er wurde gefördert von höherer Stelle von Pater Ignaz Weinhardt, einem Jesuitenpater in Innsbruck, aber auch im Dienste der Fördernden und des Ruhmes der fördernden Stellen und alleingelassen mit der körperlichen Überforderung und mit den Befehlen der Obrigkeiten sowie den Konflikten, die das Überschreiten der eigenen sozialen Klasse nach sich zieht. Weil man tut ja immer so, als würden sich alle freuen, wenn man aufsteigt. Aber wenn man in prekären Familien, die oft einzige verlässliche Ressource ist, freuen sich nicht alle, wenn man aufsteigt, weil man dann weggeht. Insofern ist Aufstieg auch immer ein kleiner Verrat an den eigenen Leuten. Das nur nebenbei bemerkt. Und vor allem für diese Bruchstellen im Leben Anichs habe ich mich interessiert, wie diese Zonen aus Unvereinbarkeiten innerhalb eines einzelnen Menschen beschaffen sein können und wie die inneren Zerrissenheiten auch den Körper zerreißen. Ja, sonst wird es zu lang. Anich aus, Anich Atmosphärenatlas. Ein Bauer, er näherte sich den Sternen des Weltalls und von einem Birnbaum aus, sie greifen nach ihm. Das ganze Tirol hast du vermessen und gemessen hat man dich, hast du dich daran. Schmelzhütten 20, Bergwerke 40, Gletscher 50, Seen 420, Burgen 450, Bergnamen 570, Almen 1676, entlegen gelegen, ohne jede Vorlage, einmalig das damals in der ganzen Kartengeschichte.
Eigene Signaturen für Mautstation, Wirtshaus, Einzelhof, für großzerstreutes, mittelgroßzerstreutes, großes, mittleres, kleines Dorf, für Burgchimäre, Weiler, abgekommenen Edelsitz, selbst für zerfallenes Schloss, für Handelsrouten, Saumwege, Pässe, für Strecken mit Postlinienverkehr, für fahrbare Landstraße, nicht fahrbaren Samerschlag, auch das Heilkurwesen mit Bädern und Sauerbrunnen, alles da und wie von langer Hand alles in Händen von Kirche und Adel, der gesamte Boden und sämtliches darauf. Gewisse Wunder finden erst ab gewissen Höhen statt, die gewissen Albträume gleich. Zwischen Hufen, Trögen, Karren, Gattern, es sich kaum zu schauen trauen, wer man eigentlich ist. Andere durften länger schlafen, bis in ihre Volljährigkeit. Dich hielt man von Anfang an wach. Vermutlich vom hoffentlich guten Ortspfarrer wird dir Grundwissen in Lesen, Schreiben, Rechnen beigebracht. Das ist alles, was man von den frühen Jahren weiß. Die Quellenlage karg, wie meistens beim Leben der kleinen Leut. Auf edlem Papier schweigt es, weil wer schreibt es denn schon auf? Bauern in dem Sinn seid ihr aber nicht gewesen. Ihr wart Söllleute im Mischerwerb, wie Handwerker, Kleinhändler, Karrenzieher, Tagelöhner, Bergknappen, Flussflößer, Kraxenträger und Obachtträgerinnen mit Lastenaufbauten bis übern Kopf. Kleinhäusler wart ihr an den weniger günstigen Stellen, die man euch überließ, oft am Schattenhang, oft in Tallagen mit Hochwasserrisiko. Würd man, mancher Studier ja nur aus Zwang, um seines Vaters Amt zu ergattern, dass man ihm wie ein Erbteil zum Nachteil anderer zu geben pflegt, statt untauglichen Bürgern und Adeligen, den gewitzten Köpfen des Pöbels, Zugang zu Schulen und Hörsälen öffnen, denn es würden alle gleich starke Einsichten haben, schaffte man ihnen nur gewisse Hürden aus dem Weg. Überhaupt für gute Bildung sorgen, könnte das jedem Land nur förderlich sein. So besserten sich Lage und Gemüter aller. Vor allem erstick es, noch bevor er auftaucht, den schädlichen Tyrann. Deinen 2x3 Stunden Innsbruck-Marsch machst du hunderte Male, alle Sonn- wie Feiertage über Jahre. Hin gehst du leicht in einem Zug durch, man hört dich sogar pfeifen. Zurück gehst du schwer, von allen Seiten umzingeln dich Bäume, die Gerippen gleichen.
Sie ziehen Wurzeln hinter sich her, ihre, und beteuern, sie seien ein Wald oder würden sehr bald einer werden. Du, ihr ratloser Wächter. Spintisierer, Sonderling, Weichling, sagen die Leute, hat Marotten, normal ist er nicht, steigt den Mädchen nicht nach, rauft nicht, trinkt nicht, der komische Kauz. Sein eigen zärtliches Wesen, mutmaßlich mit dem Teufel im Bund, seine Messerei, Anmaßung und Vermessenheit. Deine heikle Mittellage, hochriskant. Die Sterne stets genau so nahe wie der harte Boden, auf dem deinesgleichen stand. Täglich aufgespannt zwischen den Gegebenheiten und dem, was dir gegeben war. So wird man nicht ruhig und nicht alt. Was dir zustößt, wird dein Schicksal, nicht, was du für dich planst. Dann lieber Wallfahrten. Solche machst du selbst fast jedes Jahr an angeblich gnadenreiche Orte, Hostienwunder, wundertätige Bilder, Heiligblutwallfahrten etc., alle mit eigener Signatur. St. Blasius in Völs, Kalvari in Arzel, Höttinger Bild, Heiligwasser, im Gschnitztal die Föhnwallfahrt, St. Magdalena, um vom Wind verschont zu bleiben. Auch kleinste Stellen sind verzeichnet. Die Heiligkreuzkapelle zum Beispiel, wo das Kreuz angeschwemmt worden sei, das beim Abbrennen der Zierler Brücke durch die Bayern in den Inn gefallen wäre. Unter den Leuten am beliebtesten Marienwallfahrten. Maria Heimsuchung, Maria della Corona, Maria di Caravaggio, Maria Trenz etc., darunter Madonna delle Grazie von Spormaggiore. Hierher trug man Zeichenkinder, tot geboren, von denen man ein Lebenssignal erhoffte, um sie taufen zu können. Das Hinaustreiben, Hinaufsteigen, himmelwärts gerissen werden durchs Eingeborene hindurch, ein Entkommen, das du meinst, du per Rechenblatt gewinnst. Aber dein Körper will in Bodennähe bleiben, bringt innen ein Branden in Stellung gegen dich. Diesen Moment gibt es, wo etwas in dich eintritt und nie mehr verlässt. Ein Beisatz, Anblick, eine Lage, etwas, das erfolgte oder unterblieb. Die betretene Lücke auf geschlossenem Feld, das heißt, quasi archaischer Vorfall in dein künftiges Sein. Das heißt, es holt dich, obwohl es erst vor dir liegt, ein. Dann sind deine Globen fertig. Welt und Himmel stehen in deiner Stube und du bringst sie nicht mehr hinaus. Das hatte niemand bedacht,
zu enge Tür und das Haustor auch zu großer Durchmesser. Etwas muss weichen. Man bricht Mauerteile und Pfosten aus deinem Hof heraus. Äquator, Zodiacus, Circulus, Horarius, Primum, Mobile. Sobald der äußerste Himmelskreis bewegt wird, trägt er alle anderen sanft mit sich. Am Horizont das Uhrwerk, es führt die Kugel. Am Nordpol 8 Zahnräder im Stundenrund, innen 3 Zeiger für die Verschiedenheit von Zeit. Miniaturgemälde, die 76 Gestirne, aus winzigsten Punkten ergeben sie ihr Bild. Von den Sternen nicht einer, der nicht richtig wäre. Mit der Feder gerissen, gestochen auf 6 Tafeln, dein Werkstück tadellos, aus sich selber zeigt es, welches Meisterwerk es ist. Unter deinen himmlischen Tieren, Stier, Steinbock, Skorpion etc., nur dein Krebs falsch. Die Fläche des Schweifs einwärts gebogen und auswärts hohl. Wie könnt was, höhnen die Patres, dass die Kinder wüssten, einem Mann nicht geläufig sein, so einen verkehrten Krebsschwanz hätte man noch nie wo gesehen. Man lässt dir ein Dutzend aus der Paterküche bringen. Man will dich lenken von allen Seiten, deine Gaben nutzen, du sollst sie ihnen schenken. Sie nicht für anderes nur verschwenden, schon gar nicht für dich. Einfach so in deinen Weltraum zu fallen, gestattet man dir nicht. Die Tonlage, die man anschlägt, zeigt, wie lang es von der Verstimmung bis zur Erzürnung ist. Kurz. Dann doch lieber Einsiedeleien. Inklusorien. San Antonio, San Giovanni, San Biasio. Deren Eremiten geflohen aus der Mitte, sie halten den Mehrheitswillen der Menschen nicht aus. Waldbrüder mit einem Recht auf Sammlung für den Lebenserhalt. Sankt Gotthard, Sankt Romedi, Sankt Martin, Corona, Loreto, Axams, Heiligkreuz. Unter ihnen Schnitzer, Maler, Sänger, Dichter, zum Beispiel der Brettfall Franzl, gar mit eigener kleiner Druckerei. Mancherorts aber auch mit Kurpfuscherei. Die hätt etliche ehrliche Leut in die Ewigkeit verschickt durch vehemente Medizinerei. Und nach Frauen sind auch Orte benannt. San Ottilia, Sankt Magdalena, San Emerenziana, Sankt Margherita, Maria Lach, Maria Blut, Maria Stein. Wie nützlich, schreibt der Pater Professor, wär nicht ein solcher Mann, der mit nur wenigen Kosten verschaffte, was andere nicht würden bewirken, welche man mit Aufwand aus entlegener Landschaft kommen lassen müsst, mitsamt der Vorteile und Bequemlichkeiten,
die man ihnen ganz unfreiwillig von vornherein und vertragsverbindlich zuzusagen hätte. In die Gesellschaft der vornehmen Gesellschaft musst du gezwungen werden. Ihr ständisches Geplänkel weit ab von deinen Wirklichkeiten, eine Sprache, die du nicht kennst. Ihr Spaß macht dich ratlos. Man führt dich vor wie ein sanftes Tier im Sonntagsrock. An dir einfach gar nichts Hofstaatsfachgemäßes. Es hieß, der Pater Professor hätte einen Bauern trefflich abgerichtet, der Wunder tät. Und wenn das keine Ehre sei, dass Ihre Majestät die Kaiserin geruht hab, dir gnädig anzubefehlen, ganzes mitternächtiges Tirol zu messen, es sodann in einer Hauptkarte zu schildern, sowie dabei alle kleinsten Merkmale anzumerken, neben der Pflicht der gebührlichen Freude drückt das ein schwerstes Gewicht auf dich. Karten, aber nicht einfach nur Karten. Je nach Zweck haben sie den diversen Herren zu dienen. Gezeichnete Mittel für Besitzmarkierung, Festschreibung, blutigster Eroberung, Kolonialreiche, reich an allerhand Schätzen, die man ihnen gründlich nahm. Die dafür Getöteten lässt man als Kannibalen auf dem Plan. Strittige Grenzen werden nach Gelüsten gesetzt, Proportionen zueinander laut Auftragsvölkern zubereitet, das heißt, jedes selbst das Größte. Nicht selten nimmt deshalb, wo so ein Land nur aufhört, auf seinen gezinkten Karten gleich die ganze Welt ihr End. Und einst gab es Karten mit dem Land der körperlosen Geister, Karten mit einem Land, wo man die Toten, statt sie zu bestatten, mit Ketten auf die Bäume hing. Ein Land gab es, wo man alte Verwandte aus Mitleid aß, um sie im Bauch zu begraben. Es gab das Land, in welchem die Mädchen aus den Früchten wuchsen, schöner als Worte zu beschreiben vermochten, seien sie aber nur aus Haut und ohne Knochen und seelenlos, und niemand könne sich ihnen nähern vor lauter Gestank. Die Geräuschkulisse hier heroben, ein Rauschen, das man nicht klar wahrnimmt, ein Plätschern, das sich am Boden kringelt, Luftzüge, die steigen und fallen, eher helles Tierglockengeläut, dazu Gerumpel, wo es Steinschlagsbrocken über die Steilflanken knallt. Knarzen kann es aus Latschen oder Zirben, und fallweise hört man es rufen, mehrmals, dann lauthals. Die Antworten bleiben auf Jahre aus. Und schön
die Natur erst in Sicherheit vor ihr. Reisende reisten mit verbundenen Augen, weil man den Anblick der Alpen zu wilde Wildheit schlicht nicht ertragen hat. Weil du dich, schreibst du, mit deiner Gesundheit übel aufbefänst, wollest du wahrhaftig nicht mehr als von Anfang an verheißen, kaum imstand, Nordtirol auszumachen, tätest du zu viel dich unterstehen, auch noch Südtirol zu versprechen. Was wird's überdies nützen, wenn du es dann gar nicht könntest, am Willen der Herrschaft zu dienen, daran tät's nie mangeln, aber an Konstitution, da fehlte alles. Deine Kopfhaut aus Schlamm, die Haare modern wie altes Fell, deine Knochen nur noch einen Rückschlag von Schneckenbruch entfernt, dein Herz dabei, dich aufzugeben, es will nicht enden als schäbiges Nest, hart wie Stuck. Vor dir deine Karte voll mit Spuren, die sie an dir hinterlässt. Nach Oberperfus zuzustellen, scharf verfasstes Ermahnungsschreiben, strenge Post vom Pater Professor, unerwartet, unanständig, ja gefährlich, deine neulich ihm entdeckte Weigerung, Südtirol anzufangen. Er wird dich recht wohlmeinend vor Unglück gewarnt haben wollen, dich an das Glück erinnern, das dir durch seine Beihilf beim Wiener Hof verschafft worden wäre, ob du denn meintest, dass dortige Herrschaft das nicht aufs Empfindlichste aufnehmen tät, Wankelmut und Missachtung schuldiger Treu. Nein, so einfach wird man sich nicht zum Narren halten lassen. Mit bestem Willen rat er deswegen, sagt der Pater Professor, durch Gebet sollest du um anderen Sinn bitten und um die Gnad, dein Kreuzlein auf dich zu nehmen. Unterdessen aber deine Arbeit weitermachen, bereitfertigen Willen zeigen und anderer Beteiligte gedenken, wie nur zum Beispiel des Stechers, der ein ihm überaus nötiges Geldlein allein wegen dir nicht abholen könnt. Dein Innenzustand bei immer noch einem Auftrag, um je das, was du dabei wächst, wirst du dabei auch wieder abgetragen. Und als du fielst, wie zu fallen hier nichts Besonderes ist, als du lagst, wie zu liegen es hier nicht ratsam wär, die Berge, Bollwerke gegen das Licht, der Wald, ein torkelnder Träumer. Hier hätte es auch enden können, weil du hier auch verenden hättest können, einfach wie ein Reh. Atlas Tirolensis, beste Karte des Jahrhunderts,
Maßstab, Größe, Präzision. 1 zu 103.888. Umfassende Fernsicht gegen alle Seiten. Ein Messkunst-Kunststück höchster Güte. Ersehnt von Patrioten und gründlich gelesen, nicht nur von steuervorschreibender Stelle, sondern auch von Napoleon, bis in die Details genau die Franzosenkopie. Wälder, Wiesen, Wasser, Wege etc. Aber auf einer Karte ist es ruhig. Winde zum Beispiel hocken im Käfig, die Vögel detto und die Sonne fällt nie aus. Kein Stein, kein Knochen, keine Strömung gibt Kommentare ab. Die angehaltene Zeit hält an. Die Berge im Nachtlicht, Rümpfe von Schiffen, die gekentert sind. Gestrandet auf über 2000 Meter Seehöhe warten sie abgetakelt noch immer auf diese Brise. Sie sind schon mit Muscheln bewachsen. Hofkanzleidekret, Kraft dessen man regelmäßiges Geld an dich hätte auszahlen können, Wien, den 3.9.1766, da, Anich, bist du schon 2 Tage tot. Ein Gallenfieber aus den Bozner Sümpfen, das heißt Malaria, ein Kopfschmerzrasen, die Schwindelphasen, ein Taumeln durch und durch, Schüttelfröste, Wassersuchten etc., rettungslos. Dein Ende, nichts sehen, nichts hören, der ganze Körper taub und gegen Abend im Garten, wohin man dich brachte, Wüste, Krämpfe bei dem Birnbaum, wo dein Hang begann, die Sterne prächtig, deiner 43 geworden. Ach, Anich, es ist aus. Großer Wagen, kleiner Wagen fahren beide vor, dich zu holen, und du steigst in den kleinen ein. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank für die wundervolle Lesung. Wenn ich mir eine ganz kurze, meinen Eindruck vielleicht ganz kurz schildern darf. Also für mich hat sich das gelesen wie ein unglaublich dichtes Werk, das biografische Elemente verbindet mit Naturbeobachtungen einerseits, topografischen Beobachtungen, aber auch gesellschaftlichen Beobachtungen. Also man erfährt sehr viel auch über das Arbeitsleben der damaligen Bauernschaft, aber auch über das Feudalwesen. Dann ist es auch in gewisser Weise, lese ich da auch sehr viel, jetzt vielleicht ganz platt ausgedrückt, heute würde man es vielleicht nennen Kapitalismuskritik, also es ist sozusagen über dieses, vielleicht um diesen einen Satz dann noch einmal herauszugreifen, den du auch gelesen hast, Karten, aber nicht einfach nur Karten, ja? Also was da alles dahinter steckt, also welche
also Ansprüche von der feudalherrschaftlichen Seite eigentlich und welche Ansinnen hinter solchen Kartografien gestanden sind. Eines der wichtigsten Instrumente von kolonialisierenden Mächten. Genau. Aber auch, und das erfährt man auch bei der Lektüre deines Werkes, auch sozusagen um die Lehnsnehmerinnen zu unterdrücken, ja, um quasi Steuern einnehmen zu können und so weiter und so fort. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ja die Kooperationsbereitschaft in der Bevölkerung sozusagen in Bezug auf das Vermessenwerden, wollen wir es einmal sanft ausdrücken, sehr gering war. Es ist dort auch zu gewalttätigen Angriffen, zu Verfolgungen. Also der Bischof von Trient hat dem Assistenten Anichs ein eigenes Waffentragungspatent ausgestellt, weil sie sonst teilweise ihre Arbeit nicht mehr fortsetzen hätten können. Also, und das sind lauter so Unterströmungen in dieser kitschigen Anich-Erzählung, die mir, bis ich dieses Buch gemacht habe, und ich lebe jetzt mein ganzes Leben lang schon in Innsbruck, vorher überhaupt nie bekannt waren. Und das war ein großer Ansporn meinerseits, um diese Kitsch-Erzählung aufzubrechen, wo zum Beispiel auch immer untergegangen ist, dass Anich das niemals hätte machen können, wenn nicht seine Schwester Lucia und seine kleinere Schwester derweil den Hof bewirtschaftet hätten. Und es war auch ein außergewöhnlicher Umstand, dass der Vater, der früh verstorbene Vater, in seinem Testament verfügt, also es ist ein großes Wort, das Testament, eine Schrift niedergelegt hat, dass sozusagen nicht der Sohn, wie in Tirol heute noch üblich, weil die ganze Causa Erbhöfe ist ja eigentlich der größte Erbraub an Frauen in der bäuerlichen Geschichte, der auch heute noch stattfindet. Die Söhne bekommen und die Frauen werden mit kleinen Grundstücken oder läppischen Auszahlungen sozusagen abgespeist, aber wenn der Sohn eine neue, sagen wir, Honda 650 braucht, dann können weitere Gründe abgestoßen werden. Das nur als Nebenbemerkung. Darum habe ich es so außergewöhnlich gefunden, dass dieser Vater verfügt hat, dass alle drei gleichberechtigt diesen Hof bewirtschaften sollen. Aber ohne die Schwestern wäre es nicht gegangen. Und ich vermute aus dem Taufbuch und Sterbebuch der Gemeinde Oberberfus, was man wirklich kaum noch entziffern kann, und es war mein Glück, dass ich so einen lebenslangen Archivgänger, den Herrn Rupprecht, den ich sehr schätzen gelernt habe, ich hätte auf diesem Mikrofilm also wirklich nichts entziffern können. Und der hat sich dann mit seiner ganz speziellen Körperhaltung in so einem schiefen Winkel vor diesem Mikrofilm gesetzt und hat mit mir gemeinsam für mich relevante Dinge da herausgesucht. Und in dem ist auch festgehalten, dass seine kleinere Schwester auch, die ist dort mit Beruf als Taschensonnenuhrenbauerin vermerkt gewesen. Auch sehr ungewöhnlich für diese Zeit. Das ist, du musst mir einbremsen. Nein, es ist total hochinteressant, was du zu erzählen hast. Aber da möchte ich vielleicht gleich ansetzen, die Schwester, die eben Sonnentaschenuhren gefertigt hat, ist ja nicht die einzige Frau, die du quasi immer nur so in Nebensätzen, aber doch immer einbringst. Also sozusagen die Frau, das ist eben auch etwas, was ich in diesem wundervollen Atmosphärenatlas entdeckt habe, dass eben sozusagen der Frau eine Rolle in der Geschichte zugesprochen hast. Ja? Also dass die Frauen, die eigentlich totgeschwiegen wurden von der Wissenschaftsgeschichte, von der Kunstgeschichte, dass die da plötzlich eine Rolle bekommen. Und zwar, also machst du da wirklich sozusagen darauf aufmerksam, halt auch die Frauen, ja? Ja, ich würde es mir nicht gern gefallen lassen, zu sagen, es sind Nebensätze, sondern für mich ist es ganz, ganz wichtig, scheinbar dass das geradezu intravenös hinein verarbeitet ist. Also nicht
oft auch nicht an Stellen, wo man es erwartet oder wo man glaubt, okay, jetzt Achtung, Hinweis, Frauenthema, da müssen wir was machen oder so. Ihr habt eine ganz andere Sicht drauf. Das Ganze ist eigentlich wie ein Myzel gebaut, diese gesellschaftlichen Verhältnisse. Und in jedem Thema, wenn man sich der Sache bewusst ist, lässt sich diese Geschichte der Frauen auffinden. Und das ist natürlich ein ungeheurer Antrieb für mein Schreiben. Das war auch schon, ich habe mir in sehr jungen Jahren mit Dantes Hölle auseinandergesetzt, in mittleren Jahren mit Dantes Fegefeuer. Und es war für mich vollkommen überraschend, obwohl ich vorher viel über dieses Fegefeuer gelesen habe, wie viele Frauen bei Dantes Fegefeuer vorkommen, und zwar interessante Frauenfiguren. Und er war ja ein großer Wertschätzer von Frauen. Bei seiner Beatrice hat das dann total übertrieben, weil ich werde jetzt als letztes Werk, bevor ich die Stifte niederlege, wahrscheinlich mich noch mit dem Paradies von Dante beschäftigen. Und diese Erwartungshaltung, die auf Beatrice hin aufgebaut wird, die kann die niemals einlösen. Und wenn ich so anfange, ins Paradies hineinzulesen, muss ich ehrlich sagen, ich war so enttäuscht von Beatrice. Sie ist so fad, sie hat so was Fürsorge-Tante-mäßiges aus den 50er Jahren. Sie ist so moralisch. Also da muss ich mir eh noch was einfallen lassen. Aber da kann ich dann vielleicht auch sanft meine Kritik an Frauen anbringen. Wäre ja auch nicht immer schlecht. Wäre mal was anderes. Zum Thema Suchen und Finden würde mich noch interessieren, wie viel tatsächlich von dem hier biografisch ist und wie viel Fiktion. Ich bezeichne das Buch hier natürlich nicht als Anich-Biografie, und es gibt auch keine wirklich letztgültige Anich-Biografie. Ich erzähle das in Tirol verschiedenen Leuten, weil nächstes Jahr ist 300. Geburtstag von Anich. Ich fände es hochspannend, wenn junge Historikerinnen und Historiker sich das nochmal anschauen, weil ich bin ja keine Historikerin. Und es war für mich bei der Recherche sehr interessant zu sehen, von wie vielen Zufällen es abhängt, wovon, zu was man Zugang hat. Also die eigentlichen Besitzverhältnisse, ob dieses kleine Söll-Leute-Haus den Anichs gehört hat oder nicht, hätte man nur in den sogenannten Verfachbüchern ausfindig machen können. Und die liegen jetzt für mehrere Jahre beim Restaurieren. Also es hat mir sehr beschäftigt in Bezug auf Geschichtsschreibung, wie Geschichtsschreibung funktioniert und wie hochzufällig die endgültige Auswahl dann ist. Es hat mich auch sehr verunsichert. Also es ist ganz eng an seine Biografie angelehnt, aber natürlich, wie er sich gefühlt hat oder wie Natur wahrgenommen wurde, darum nenne ich es ja auch einen Atmosphärenatlas. Es ist mir nicht darum gegangen, hauptsächlich Anichs Lebensdaten abzuarbeiten, aber es ist total an diesen Daten orientiert, sondern schreiben bedeutet ja Gott sei Dank nicht nur faktisch sein zu müssen, sondern eben auch sich Fantasie für die Atmosphäre zu erarbeiten, weil während uns die Geschichte vermeintlich sagt, was war, sagt uns die Literatur ja Gott sei Dank, wie es war. Und das ist vor allem, was mich daran interessiert hat. Du, zum Thema atmosphärischen, du hast auch sehr oft fast katalogisierende Aufzählungen immer wieder eingeflochten, was mir die Assoziation erweckt von der Arbeit an sich, ja, dieses Kartografieren, das ist ja auch sowas Katalogisierendes. Ja. Und da hast du die Schlösser, die Berge, die Wallfahrtsorte. Möchtest du vielleicht dazu noch was sagen? Ja, das erzählen? Ist einfach, das ist mein Arbeitsergebnis, diese wirklich beeindruckende, unglaubliche Fülle, die diese Karte enthält, sozusagen zur Literatur zu machen. Und ich habe deswegen auch so einen Wechsel zwischen poetischeren Passagen, zwischen katalogisierenden Passagen. Aber alles, was an diesen Fachpassagen drinsteht, das ist alles so. Und wir haben im Vorfeld nur ganz kurz einmal gesprochen. Und auch
bei dem witzigen Vorfilm, wo das ganze Umweltthema zum Tragen gekommen ist. Es ist ja für Tiroler Gletscherforscher heute noch geradezu erschütternd, sich den Atlas Tyrolensis anzuschauen und den mit den heutigen Ausmaßen von Gletschern zu vergleichen. Und diese Detailverliebtheit und aber auch die Richtigkeit der Details, weil das hat alles gestimmt. Das war die hochpräziseste Karte. Das ist fast überwältigend, wenn man sich da einlässt. Also man bekommt auf jeden Fall unglaubliche Lust, sich diese Karte und diese Globen anzuschauen. Ja, schreibt es ans Ferdinandeum, es muss dringend eine Anich-Jubiläumsausstellung her. Und noch viele andere müssen mit Anich-Auftragswerken versorgt werden. Da würden vielleicht noch ganz andere Dinge herauskommen. Aber diese Sachen gibt es im Zeughaus. Der Atlas Tyrolensis ist im Ferdinandeum. Und weil ich jetzt gerade zu meiner lieben, lieben Tiroler Kollegin, die mit mir schon mehrere Anich-Präsentationen mit Musik begleitet hat, La Lissi Rettenwander sehe, wo wir und das Buch in Innsbruck zum ersten Mal präsentiert haben, erzählt sie mir im Vorgespräch, dass sie im Zeughaus gearbeitet hat und viele Monate oder Jahre Anichs Werkstücke sozusagen bewacht hat als Zeughauswartin. Da haben wir natürlich sofort gewusst, this is a match, das machen wir. Ja, es ist ja auch die Karte an sich, auch ein Blick in die Vergangenheit oder sozusagen eine Momentaufnahme eines Zustandes der Vergangenheit. Wenn du sagst, die Geografen von heute ziehen noch die Karten vom Anich damals heran, um quasi den Gletscherschwund. Ja, natürlich in ausgewählten Sachen oder wie sich Bachverläufe oder Flussverläufe ändern oder so etwas. Natürlich die Mittel, die die heutige Geografie und verwandte Wissenschaften zur Verfügung hat, sind natürlich unvergleichlich besser. Weil er hat ja persönlich überall hingehen müssen. Aber er hat ein Messverfahren entwickelt, das es ihm zumindest erspart hat, auf diese hunderten Gipfel hinaufzugehen. Triangulation. Und er hat das zu einer gewissen Perfektion getrieben. Aber er hat die Orte, um triangulieren zu müssen. Er war ja monatelang auf Reisen. So pythagoreischer Lehrsatz, ne? Ganz so. Genau, da hast du mich nicht gefragt. Das habe ich dann gedacht, na, jetzt nicht nur Mathematik. Es könnte mich stören, sozusagen. Ja. Ja, um vielleicht nochmal einen Link noch zu diesem Film davor herzustellen. Für mich hat es ja auch ein bisschen was, jetzt beim zweiten Mal anschauen des Films, hat ja auch, thematisiert es ja auch ein bisschen diese Enge, ja, diese Enge des Tals, diese Enge des Dorfs. Und dass dann sozusagen die Person, die mit dem Weitblick als Bedrohung da ist, so gesehen ist wird. Ne? Von China bis Ischgl war das so. Wobei diese Atmosphäre, mir hat der Film natürlich gut gefallen, ich finde ihn witzig, in seiner Schablonenhaftigkeit. So darf man sich das heutige Tirol natürlich nicht mehr vorstellen, weil es bis zum letzten Gamsbock erschlossen ist, Tirol. Also das stimmt nicht mehr. Aber meine Jugendjahre und Kinderjahre, vor allem auch mit diesem Soundtrack, also wir haben in Innsbruck gelebt, aber der Soundtrack zwischen Volksmusik, Schützenkapelle, Heinz Konrads und RAF, so kann ich ungefähr mein System, wo ich aufgewachsen bin, ausdrücken. Der ist mir natürlich total vertraut. Und das Lustige ist, dass ich finde, dass im Zuge der Wolfsdiskussion wieder sehr so urtirolerische Reflexe ans Licht kommen. Und seit Ischgl beobachtet ja Gott sei Dank die deutsche Presse ein bisschen Tirol. Das war ja vorher nicht so. Wir alle finden das als Segen. Die Süddeutsche sollte fortlaufend über Tirol berichten, weil die Hoteliers, die Unternehmer, die wichtigen Menschen, die Tageszeitung, der ORF, die sind ja alle teilweise miteinander verheiratet, verschwägert. Das ist ja Wahnsinn. Wir haben ja, es ist total übertrieben, haben wir im Scherz gesagt, wir haben nordkoreanische Medienverhältnisse in Tirol, aber ein bisschen stimmt da. Und das hat die Süddeutsche doch sehr hübsch durchbrochen, so. Aber in dieser Wolfskausa kommt es wieder voll ans Licht. Und ich erinnere mich an einen Beitrag bei Tirol heute über die Wolfsthematik, die zugegebenermaßen eine schwierige Thematik ist in Tirol.
Ich bin da selber sehr gespalten. Und da wurde ein Bauer interviewt, wie sie halt jetzt damit umgehen. Und ein Unterländerbauer, wo Lissi herkommt. Und der hat dann gesagt, bei uns gelten in Bezug auf den Wolf die 3 S. Schießen, schaufeln, schweigen. Und damit ist das Thema erledigt. Da ist es wieder, das gibt es in Tirol nach wie vor. Aber andere Gegenden in Österreich sind, glaube ich, mittlerweile noch wesentlich abgeschotteter als in Innsbruck, in Tirol bis in den letzten Winkel hinauf. Überall Menschen sind, Lawinen von Menschen. Ja, man hat eigentlich, auch ich als Steirerin, habe jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass es noch unerschlossene, nämlich sozusagen touristisch erschlossene. Ja, nur Ecken touristisch. Gibt, weil ja. Ich komme aus dem Mürztal und wenn ich mir anschaue, was aus dem Grünen See geworden ist, wird mir auch ganz schlecht. Ja. Über diese doofe Mediensendung da, die schönsten Plätze, wenn wir schon bei der Medienkritik sind. Ich bin gestern, wenn ich das gerade noch sagen darf, aus Zufall in der Nähe von der Tiefkirche durch die Hörlgasse gegangen. Inzwischen kennt ihr ganz Österreich den Seilbahn Hörl, den Herrn Hörl, und habe eh drüber gescherzt. Jetzt hat er es geschafft, der Hörl. Jetzt hat er Straße in Wien bekommen. Also, und das gibt es schon immer. Was da so in den Interviews, vor allem von Männerseite, das ist nach wie vor alles in Tirol aufzufinden. Mhm. Es ist nur nicht nur so. Und ich lebe ja in Innsbruck und der größte Vorzug von Innsbruck ist, dass es nicht Tirol ist. Darum haltet man es in Innsbruck aus. Ein bisschen klischeehafte Frage jetzt vielleicht noch an dich. Gehst du in die Berge? Oder bist du eine dieser ganz seltenen Innsbruckerinnen? Ich habe mich jahrelang geweigert. Ah, okay. Ich habe den Naturwahn jahrelang bestreikt und ich wünsche mir nach wie vor, dass einmal im Jahr ganz Tirol das Mountainbike, den Klettergurt, die Wanderschuhe, die Teleskopstöcke, alles niederlegt und ein Buch liest. Es ist echt ein inniger Wunsch von mir, aber man muss sagen, mit zunehmendem Alter, und man kann in dem Schreiben viel nachsagen, eines ist es ganz gewiss nicht, nämlich gesund. Wir sind ja alle Sitzriesen und Riesinnen beim Schreiben. Man muss sich halt bewegen. Und wenn man sich halt in Tirol bewegen will, muss man leider viel aufwärts gehen. Ich kann es inzwischen schätzen und natürlich brauche ich das auch. Aber aufblühen tut meine Seele an einem großen, schönen, blauen See und nicht an einem Berg. Ich finde nach wie vor, dass ein Berg zur Betrachtung da ist, aber nicht, um ihn zu besteigen. Ich sehe null Notwendigkeit, jedes Wochenende bei Lawinenwarnstufe 4 mein Leben zu riskieren. That's crazy. Du hast uns ja schon ein bisschen einen Ausblick gegeben auf die Beschäftigung mit Dantes Werk. Paradiso. Genau. Mhm. Wann dürfen wir wieder was von dir? Bitte diese Frage nicht zu stellen. Das ist die verbotenste Frage. Ich muss jetzt vorher noch einiges andere fertig machen, weil nächstes Jahr wäre ich ja 60. Und wenn es gut geht, so wie Judith Nickerpfeifer auch gesagt hat, gibt es eine gewisse Deadline. Aber das kommt dann wirklich, bevor ich die Stifte niederlege und in Pension gehe und es mir nur mehr fein mache und ich werde die Stifte niederlegen. Von mir wird es kein Alterswerk mit 80 geben. Erstens werde ich nicht 80 werden, in meiner Verwandtschaft wird niemand 80 und ich habe nicht vor, bis zum Umfallen zu schreiben. Ich finde es, für mich ist Schreiben ja eigentlich eine Qual. Schön ist geschrieben haben, das ist paradiesisch. Aber das Schreiben selber, mir kostet so viel Kraft und es ist so ungesund und es ist mit so einem Ausmaß an sozialer Abschottung verbunden, dass ich bitte lieber im nächsten Leben zum Beispiel mit Lizzie Rentner der Band haben will und nimmer allein daheim sitzen will. Und schön ist auch gelesen, also lesen, zu lesen. Da ist es ähnlich. Gelesen haben ist auch ganz schön. Und Geschriebenes vorgelesen zu bekommen, ja, wie wir es von stimmt, dir heute geschenkt bekommen haben. Ja. Haben wir nicht schon heillos die Zeit überzogen?
Wenn, ich weiß nicht, ob das hier üblich ist, eine an das Publikum die Möglichkeit zu eröffnen, eine Frage zu stellen, aber ich weiß nicht, vielleicht machen wir das zum Abschluss, eine Runde, eine Publikums-eine, wer sich traut. Es soll sich bitte niemand trauen. Wenn es noch eine Frage gibt, habe ich lyrisch was falsch gemacht. Ich kann auf jeden Fall allen nur ganz dringend ans Herz legen, dieses wundervolle Buch Anich, den Anich-Atmosphärenatlas. Man wird ihn nicht nur einmal zur Hand nehmen, das kann ich versprechen. Danke, Lotte. Vielen herzlichen Dank. Danke für eure Aufmerksamkeit. Merci.